Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Nahles, ich habe mit Interesse Ihre Rede gehört und auch Ihren Antrag gelesen. Nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Weil, wie Sie wissen, haben wir noch im letzten Jahr einen gemeinsamen Antrag in diesem Deutschen Bundestag gestellt, wo wir die Stahlindustrie in Deutschland und Europa stärken wollen. Und da bekennen wir uns hoffentlich beide auch noch dazu. Deshalb habe ich mit Interesse gelesen, wie Sie den Stahlstandort in Deutschland erhalten, Arbeitsplätze und Arbeitnehmerrechte sichern wollen, wie Sie schreiben. Wir sind uns offensichtlich einig, dass die Stahlindustrie zentrale Bedeutung hat für den Wirtschaftsstandort. Grundstoffindustrie, Wertschöpfungsketten, die damit verbunden sind, 38 Milliarden Umsatz, direkt 90.000 Beschäftigte bei jedem Euro Wertschöpfung, die beim Stahl generiert werden, werden 2 Euro in vorgelagerten Bereichen generiert. Jeder Stahljob hat im Zulieferbereich 5 bis 6 weitere Beschäftigte. Ohne Stahl gäbe es keine Energiewende, keine Windräder, gäbe keinen ICE und es gäbe auch keine Digitalisierung. Und deshalb hat die Wertschöpfungskette von Stahl, der Grundstoffindustrie, bei Chemie, bei Kupfer, bei Aluminium entscheidende Bedeutung für den Standort Deutschland. Da sind wir uns einig und das wollen wir alle gemeinsam auch stärken. Jetzt haben Sie aber nur Teilbereiche rausgegriffen. Jetzt muss ich Sie schon fragen, und deshalb komme ich da ein bisschen durcheinander, auch mit der Aufgabenteilung, wie Sie hier sitzen, und der Aufgabenteilung, wo Sie dann dort auf der Regierungsbank noch sitzen. Wir haben in unserem Antrag 16 Punkte gemeinsam festgestellt, wie wir den Standort stärken wollen. Leider finde ich von diesen 16 Punkten kaum einen bis gar keinen in Ihrem Antrag, weder zur effektiveren Außenhandelspolitik, noch zum Eigenstrom, noch zum Emissionshandel, noch zu anderen Dingen. Das Einzige, was erwähnt wird, ist das Thema Carbon Leakage. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass die Überkapazitäten das Hauptproblem im Stahlbereich ist. China allein hat so viel Überkapazitäten, wie wir in Europa in der NAFTA und in der GUS zusammen verbrauchen. Deshalb war und ist es wichtig, diese Überkapazitäten zu reduzieren. China hat freiwillig zugesagt, die zu reduzieren, ist dieser Verpflichtung aber noch nicht im notwendigen Umfang nachgekommen. Deshalb wurde versucht, von der Bundeskanzlerin im Rahmen des G20-Prozesses erfolgreich hier ein Global Steel Forum entsprechend zu etablieren, wo wir multilateral zusammen mit den USA, zusammen mit China, zusammen mit Europa versuchen, dieses Überkapazitätsthema zu adressieren. Und der Ball liegt jetzt quasi auf dem Elfmeterpunkt, weil nächste Woche wird hier in Berlin dieses Global Steel Forum tagen, unter Leitung der Bundeswirtschaftsministerin Zypris, die heute offensichtlich nicht hier sein kann. Und dort besteht die Möglichkeit, nämlich genau dieses Thema so zu adressieren, dass marktverzerrende Subventionen, staatliche Unterstützungen und anderes eingedämmt werden. Da hatte ich gehofft, Sie sagen was dazu. Da wünschen wir Frau Zypris und der SPD und uns allen viel Erfolg. Man kommt ja ein bisschen durcheinander hier, dass wir diese gemeinsam hoffentlich adressieren. Ich hoffe, dass Sie auch sehen, dass das der entscheidende Punkt ist, von dem wir reden. Herr Schulz zumindest nickt in der Angelegenheit. Das Zweite ist, wir brauchen bezahlbare Energiepreise. Da haben wir uns in dem Antrag auch über zig Fragen Eigenstrom, Emissionshandel ausgesprochen. Jetzt haben wir Anfang November in Brüssel neue Richtlinien bekommen für den Emissionshandel ab 2021. Dort geht es unter anderem auch darum, für was Zertifikate zur Verfügung gestellt werden, nämlich zum Beispiel für Kuppelgase, die physikalisch im Stahlprozess mit produziert werden. Dort hat sich die Frau Hendricks, die auch nicht hier ist, aber auch Verantwortung trägt, die dieses verhandelt hat, nicht dafür eingesetzt, dass wir diese Kuppelgase im Emissionshandel entsprechend berücksichtigen, obwohl wir es in unserem Antrag gemacht haben. Und da muss ich schon sagen, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Weder bei den Überkapazitäten noch beim Emissionshandel, wo wir selber handeln können, sind Sie hier bereit, offensichtlich das so mitzutragen. Ich bedauere es. Ich kann jetzt nur hoffen, nachdem es auf europäischer Ebene nicht gelungen ist, das zu berücksichtigen, dann müssen wir es hier national bei der Strompreisreduktion entsprechend
anbringen. Da bin ich mal gespannt auf die Debatten, die wir dort führen. Das würde den Stahlarbeitern in den von Ihnen genannten Standorten, das würde den Wertschöpfungsketten helfen, wenn wir hier entsprechend weiterkommen können. Also insofern muss ich sagen, liegt hier der Ball auch eindeutig bei Ihnen, wo Sie hätten helfen können, machen Sie es nicht. Jetzt schieben Sie vor. Ja, also es ist ja so. Es ist offensichtlich und objektiv so. Jetzt sagen Sie, da kommt jetzt eine Fusion, die ist des Teufels. So habe ich es zumindest verstanden, hier in Europa. Jetzt haben wir aber auch in Europa Überkapazitäten. Und in der Tat ist es doch, glaube ich, sinnvoller, eine europäische Lösung zu finden, die mit Maß und Verstand dieses adressiert, dass man diese Wertschöpfungsketten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa entsprechend halten können. Wenn es steuerliche Fragen gibt, die Sie ansprechen, dann muss man das in der Tat sich auch dem politisch widmen. Man kann aber nicht Unternehmen zum Vorwurf machen, dass sie den Rechtsstaat und auch den Steuerrechtsstaat, soweit wir ihn in Deutschland und Europa haben, dann auch entsprechend nutzen. Doch, wenn Sie das zur Reduzierung von Rechten nutzen wollen. Also das wissen Sie, glaube ich, auch genau, das werden überhaupt keine Rechte reduziert. Es wird weder die Mitbestimmung noch sonst. Das ist doch objektiv falsch. Das ist doch objektiv falsch. Also das werden wir ja dann sehen. Die Mitbestimmung setzt am Standort an und nicht an der europäischen Rechtsform. Herr Schulz, das wissen Sie oder Sie sollten es zumindest wissen. Und wir werden in den nächsten Wochen sehen, dass es genau so nicht kommen wird. Das wissen Sie doch auch genau. So, und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Fusion um? Diese Fusion ist sicher nicht unproblematisch, hat aber und bietet, glaube ich, für den Standort Deutschland und Europa mehr Chancen als Risiken. Und wir brauchen eine europäische Lösung. Deshalb bin ich der Meinung, wir sollten diesen Prozess konstruktiv begleiten und hier nicht nur einen Teilbereich herausgreifen, der dem Gesamtproblem überhaupt nicht gerecht wird, nämlich den Stahlstandort Deutschland und Europa im Interesse der Wertschöpfungsketten zu sichern. Wir werden das differenziert, wie bisher auch in Zukunft, tun. Und ich kann nur hoffen auf eine übergroße Mehrheit auch in diesem Hause, uns bei diesem Vorhaben in Zukunft zu unterstützen. Sie haben die Gelegenheit, dieses jetzt zu tun, nächste Woche beim Global Steel Forum. Die Frau Zypris, hoffe ich, dass die SPD Sie unterstützt. Und nachdem Sie beim Emissionshandel die SPD in Europa uns nicht unterstützt haben, hoffe ich, dass beim Strompreis-Diskussion, die wir hier im Deutschen Bundestag führen werden, die SPD uns so unterstützt, wie sie es in ihrem Antrag von 2016 zumindest noch getan hat. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe für die Stahlindustrie, dass sich alle an Ihre Zusagen auch in Zukunft erinnern. Vielen Dank. Zu seiner ersten Rede erteile ich das Wort dem Kollegen Marc Bernhard von der AfD-Fraktion.